Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen The Bus-Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute fahren wir mal die Route 3 der TXL-Linie. Wir fahren also vom Flughafen Tegel über den Buchholzweg, die Beuselstraße, Turmstraße, U-Bahnhof-Turmstraße, Hauptbahnhof in Invalidenpark zum Robert-Koch-Platz. Eine etwas kürzere. Ich habe es vergessen noch einzustellen. Aber das kann ich nochmal on the fly machen. Das Ganze eine etwas kürzere Tour. Wir können leider das irgendwie nicht hier ändern, dass man jetzt hier die Route 3 fährt, warum auch immer. Aber ist denn halt so. Genau. Dann machen wir daraus mal einfach eine Testfahrt. Und fahren einfach mal heute um 15 Uhr. Haben dann natürlich jetzt nur eine klare Fahrt, eine klare Tagesfahrt scheinbar. Aber das ist ja auch nicht so wild. Dann fahren wir halt beim nächsten Mal dann mit Wetter oder beim übernächsten Mal, wie auch immer. Zack, aber die ganzen anderen Wettersachen, die werden wir auch nochmal fahren und testen. Okay, wir mussten das jetzt hier gar nicht eingeben, weil es eine simple Testfahrt ist. Vielleicht fahren wir jetzt auch wieder mit dem Scania Citywide 12 Meter. Ja, Moment. Werden wir noch Gang einlegen. Hallo? Umschalt links. Umschalt rechts geht natürlich nicht. Würde ich sagen, fahren wir mal zum nächsten Ziel. Wir haben eigentlich gar keine wirkliche Zeitvorgabe jetzt, da wir nur eine Testfahrt fahren. Die Verkehrsdichte geändert zu 80%. Ist ja trotzdem noch sehr stauig, ne? Kurzweg 2 Kilometer, aber ich habe nur die Verstauung so angelegt, da war ja was. Absolut smart war jetzt den Tempomat schon anzuschalten, obwohl wir jetzt hier immer noch erst gerade vom Flughafen runterfahren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich merke was auch, wir müssen uns auf der Fälle links halten. Aber ich. Aber es glaube ich war eine doppelte Dings im Überspur. Warum war das jetzt sogar so im Tunnel so krass laggy? Das bisschen weird. Ich frage mich ja jetzt, ob ich jetzt auch die Türen aufmachen muss, weil es doch nur eine Testfahrt ist. Aber ich denke mal, weil ja nicht Testfahrt dran steht, dass wir es machen müssen. Da war ja was. Ich habe mal die Feststellbremse angelegt. Ah, okay, ich glaube, vielleicht muss ich mich doch links halten. Ja. Wollte ich nicht. So wollte ich das. Wunderbar.
Ach ja, also ich muss schon sagen, wir sind ja neulich im Schnee gefahren mit Schneetreiben. So ohne Schneetreiben und einfach nur mit einem klaren Wintertag. Sieht auch echt geil aus. Es sieht schon alles sehr, sehr nice aus. Kann man gerne sagen. Ist aber interessant schräg. Holzweg. Wie gesagt, die KI ignorieren wir einfach mal, bis bis das KI-Update draußen ist in der Phase 3 irgendwann. Da müssen wir ja noch nicht so wirklich drauf achten. Beziehungsweise das, ja, nicht darauf achten, das passt schon ganz gut. Was ich mir auch ein bisschen wünschen würde, wäre noch, vielleicht noch ein paar andere LKWs im KI-Verkehr, abgesehen von den 12 Tonnen oder 7,5 Tonnen. Weil 7,5 Tonnen sind es ja auch nicht mal. Das sind ja, glaube ich, eher 12 Tonner. Beziehungsweise Abbilder von 12 Tonnen. Zeit im Nacken, das ist natürlich auch mal was Schönes. Ich habe wieder vergessen, dass ich die Fächer oben angelegt habe. Ah, dann fahre ich halt. Knappes Ding. Knappes Ding. Es ist doch schon, es ist doch eine schöne Landschaft, auch wenn wir, also, ne. Also im Schnee sieht es schon echt nice aus. Eigentlich müsste ich dann irgendwann nochmal im, also irgendwann ist auch wieder gut gesagt, eigentlich müsste ich auch nochmal so ein bisschen durchwechseln, dass ich dann, auch wenn wir, auch wenn wir Winter haben, also jahreszeitmäßig. S-Bahnhof Beusselstraße. Eieiei. Das kam jetzt gerade überraschend aus dem Augenwinkel. aber gut, prinzipiell gesehen beruht es ja auf derselben Engine wie. Also klar, beruht es auf derselben Engine. Wobei, wahrscheinlich nicht, vielleicht nicht dasselbe Modell, aber ich weiß gar nicht, ob Dings geupgradet wurde oder geupdatet wurde. Fernbus Simulator. Was die Engine betrifft, aber prinzipiell beruht es ja auf. Ja, man kann es vergleichen. So. Gott. Ich habe das Gefühl, die Wortfindungsstörungen sind, relativ frisch nach dem Aufstehen noch schlimmer als ohnehin schon. Hä? Ich war nicht mal annähernd in der Nähe. Aber da war ja so weit von dicke Platz noch zwischen mir und dem. Das war jetzt aber ein 7,5 Tonnen, also sind das auch 12 Tonnen. Da war ja noch. Jetzt.
24 Stunden AB und 20 Cent zurück. Wir schon wieder zur Einzelfahrschein, weil der nächste will so den Einzelfahrschein bestimmt. Das andere ist ja ein bisschen ungewöhnlicher, möchte man sagen. Aber da fällt mir ein, also ich bin ja schon mal echt gespannt, wieso das Konzept hinter dem Wirtschaftsmodus ist. Denn ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Klar konnte man beispielsweise jetzt bei, wobei, ja gut, ich könnte mir vorstellen, dass es, ja, ich weiß es nicht. Wir haben ja prinzipiell in Anführungszeichen bis dato dann, glaube ich, nur 4 Linien. Ja. Dann, wenn ich um die KI rumfahren will, weil die sich ja scheinbar irgendwie nicht weiterkommt, dann kommt es natürlich weiter. Ist ja mal wieder typisch. Oh. Ich wollte gerade fragen, warum wir so langsam fahren, aber dann ist mir aufgefallen, ich habe den Tempomat ja eventuell ausgemacht und nicht aktiviert. Also wie gesagt, wir sind gerade mal in der allerersten Phase vom Early Access, da werden wir noch so viel, also allein, also klar, im Nachhinein erst recht, aber auch schon in der Early Access Phase werden wir noch so sehr mit Content zugepflastert, und wenn das Spiel dann draußen ist, dann erst recht. Allein die ganzen DLCs von Fernbus-Simulator, die ja auch bei Tourist-Bus-Simulator kompatibel sind, die werden ja, soweit ich mich erinnere, zumindest was mein Gewissensstand und Gedächtnisstand, was ich jetzt gerade so im Kopf habe, von vor über einem Jahr ist, wird ja auch hier in The Bus kompatibel sein. Da wäre ich dann auch irgendwann nochmal, also für Fernbus-Simulator. Hallo. Wäre ich mir eigentlich auch nochmal irgendwann mal das ein oder andere, wahrscheinlich nicht komplett alle, aber einige DLCs dann nochmal dazu holen, was man dann vielleicht auch einfach mal sollte. Ja, ich würde jetzt nicht sagen Sonderfahrten, aber auch Sonderfahrten wieder machen kann. Interessant, es ist, ich weiß gar nicht, ob das das erste, das ist, okay, das Fahrradweg, ob der vor uns jetzt gerade das erste Auto ist, was ohne Berlin-Kennzeichen ist, bei Berlin, da auch, zumindest ist es, glaube ich, das erste, wobei, ich glaube, doch, vielleicht habe ich jetzt auch noch häufiger schon mal gesehen gehabt. Kann natürlich auch sein. U-Bahnhof Turmstraße. Ich könnte mich noch gerade nicht mehr daran erinnern. Aber ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das Wirtschaftssystem aussehen wird. Ob das vergleichbar ist mit Tourist Bus Simulator, bei dem übrigens der Speicherstand nicht mehr gegeben ist, weswegen
ich prinzipiell hätte von vorne neu anfangen müssen und ich es, glaube ich, wahrscheinlich sein lassen werde und dann vielleicht das eher daraus dann eher so ein ja, wenn ich da was mache, dann nur noch im Stream. Weil irgendwie machen will ich es halt schon so, ne, weil, keine Ahnung, ist halt schon ein nices Game. So, jetzt sind wir bei der Turmstraße. Waren wir schon bei der Turmstraße, Beusestraße? Ja, da waren wir, glaube ich, schon davor, oder? Ich habe immer noch null Plan. Gefühl vor der Schneckenflur. Kann aber auch an der doch recht frühen Aufnahme sein. Aufnahme liegen, so. Meine Güte. Ist das jetzt... Jetzt haben wir gerade aus wahrscheinlich, oder? Also für mich ist es definitiv früh. Okay. Und ja, doppelt geradeaus. Ja, okay, dann waren wir schon bei der Turmstraße, Beusestraße. Doch nicht doppelt geradeaus. Ab zum Hauptbahnhof. 2 Kilometer sogar noch. Also wie gesagt, ne, also ich das ja meistens so bei am Ende des Videos, das muss jetzt einfach nochmal jetzt, falls ihr irgendwas Bestimmtes was sehen wollt, was ich jetzt in Kürze oder allgemein noch in der Early Access Phase oder vielleicht auch nach dem Release von, jetzt ist es zweispurig, toll, von The Bus machen soll, dann schreibt das doch mal gerne in die Kommentare. Ich hab trotzdem die Ampel nicht. Oh. Kaum ist es auf Rot gesprungen. Oh, ich sehe doch wieder. Ja, meint. Kaum ist die Ampel auf Rot gesprungen, läuft die KI schneller. Interessant. Wie cool. Oh Gott. Ja, hallo Bordstein. Ich also ortiere mich wieder mal rechts ein. Da unsere Bushaltestellen ja hier rechts sind. Wenn wir nochmal links abbiegen müssen, was wir glaube ich nicht mehr tun. Wobei Richtung Robert-Koch-Platz vielleicht nochmal. Not sure. Okay, doch links halten. Hauptbahnhof. Ja, ich habe stark gebremst, kam aber wieder nicht an. Ihr kennt's ja mittlerweile. Zumindest, wenn ihr das letzte Video geschaut habt. Ich habe eigentlich gerade, also wenn man normal auf die Bremse drückt, dann bremst er ja normal, wie ihr es gerade gesehen habt. Ich habe aber schnell zweimal hintereinander auf die Bremse gedrückt, was dann ja eigentlich schneller bremsen sollte. Aber da geht aber auch die Party ab, ne? Verengt sich das da vorne? Ja. Dann fahre ich ja genau richtig. Oh, das wird noch so wild werden, wenn es dann... Wenn es dann hier noch KI-Straßenverkehr gibt. Aber interessant, dass es scheinbar hier eine Einbahnstraße ist für die Straßenbahn. So, schön ist hier beim Hauptbahnhof.
Wunderbar, dann ist es noch wie unsere eigene Spur. Zumindest für einen kurzen Zeitraum. Wobei nicht. Ja, doch, für einen kurzen Zeitraum. Wo ein bisschen mehr Spur nur für uns haben, kommt später noch. Sollen wir mal die Fahrgäste ein- und aussteigen? Ich sagte ja, gucken. Aber zurück. Zurück und einmal ein ABC Einzelfahrschein. 1,20 €. Aber es ist doch nicht mal angelegt, die Verschleppern ist okay. Ich dachte, ich hätte es angelegt gehabt. Weiter geht die wilde Fahrt. Na gut, so wild ist ja jetzt heute nicht ganz so wie beim letzten Mal, aber immerhin am Straßenrand stehen die LKWs bereits schon. Also bereits. Das ist vielleicht übertrieben gesagt oder zu weit hergeholt, aber Invalidenpark. Aber Sattelauflieger stehen zumindest am Straßenrand oder auf Parkplätzen. Oh Gott! Da war ja was. Ja, okay. Vielleicht schon auch am Ende unserer Fahrt angekommen. Robert Koch Platz. Wunderbar. Ja, doch ganz gut gepasst zeitlich. Hätte man mit ein bisschen mehr gerechnet. Ich würde sagen, 80% Verkehr ist schon in Ordnung. Oh. Aha. So ist also mit der Testfahrt. Ich verstehe. Aber ich verstehe es auch wiederum nicht so ganz. Also beim Buchholzberg war ich also 2 Minuten zu spät, bei der Beuselstraße 2 Minuten zu früh, oder wie muss ich das jetzt interpretieren? Würde ich jetzt zumindest so interpretieren. Und dann kann man die Zeiten auf der Route anwenden. Es wäre ja sogar, also das wäre ja für eine coole Sache. Ich will aber keine weitere Testfahrt starten. Aber es ist ja eine coole Sache, wenn man eigene Strecken erstellt, dann kann man sich ja mit der Testfahrt dann kann man mit der Testfahrt dann ja sogar sagen, okay, hier so und so viel Zeit brauchst du. Ist natürlich dann wieder fraglich, wenn man jetzt beispielsweise die Routen auch sharen kann, ob dann auch die Voreinstellung von der KI geshared wird, weil wenn das halt dann nicht geshared wird, dann ist es halt auch wieder so ein fälschliches Ergebnis. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich jemals fürs Zuschauen.
Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, wir sehen dich dann im nächsten The Bus Video wieder oder in meinem Video hier auf dem Kanal. Aber das Feature von der Testfahrt, wo dann getestet wird, wie die Zeiten so sind, wenn man ankommt, ist schon nice.